Rheinhochwasser. Pegelstände steigen über 8 Meter. Die starken Regenfälle der vergangenen Tage sorgen für einen steigenden Pegelstand des Rheins. In Duisburg stieg der Pegel im Laufe des Tages sogar über 8 Meter. Er soll bis morgen sogar noch weiter ansteigen und sich der Marke von 9 Metern nähern. Wegen des Rheinhochwassers kann es im gesamten Stadtgebiet derzeit zu einem verstärkten Chlorgeruch im Trinkwasser kommen. Grund ist, dass das Wasserwerk Wittlar der Stadtwerke Duisburg dem Trinkwasser geringe Mengen Chlor beimischt. Dabei handelt es sich jedoch um eine reine Vorsichtsmaßnahme, die immer ab einem gewissen Pegelstand des Rheins durchgeführt wird, weil Trinkwassergewinnungsgebiete überspült werden könnten. Für die Bürger ist die Maßnahme gesundheitlich unbedenklich. Konjunkturbarometer. Unternehmen sind mit 2017 zufrieden. Die meisten Unternehmen der Region zeigen sich mit dem Jahresabschluss 2017 sehr zufrieden. Das ist das Ergebnis der aktuellen Konjunkturumfrage des hiesigen Unternehmerverbandes. Insgesamt haben sich 260 Unternehmen an der Erhebung beteiligt. Das Ergebnis? Die Wirtschaft ist weiterhin auf einem Höhenflug. Die Ausgangslage für Beschäftigungsaufbau sei so gut wie lange nicht. So bewerteten 88% der befragten Unternehmen die aktuelle Geschäftslage mit befriedigend bzw. gut. 81% sind zudem mit den Umsätzen, immerhin 69% auch mit den Erträgen zufrieden. Die anhaltend gute Konjunktur macht sich auch in den Investitionen der Unternehmen bemerkbar. Immerhin 71% planen gleichbleibend hohe bzw. steigende Investitionen im Inland. Ein stabiler Wert im Vergleich zur letzten Umfrage im Frühjahr 2017. Arbeitslosigkeit im Ruhrgebiet zum Jahresende gesunken. Ganz saisonuntypisch ist im Dezember die Zahl der Arbeitslosen im Ruhrgebiet im Vergleich zum Vormonat um 1,3% gesunken. Der Rückgang lag damit über dem NRW-Schnitt von 0,9%. Im Vergleich zum Vorjahr fiel die Arbeitslosenzahl um 5,5%. Die NRW-weit höchsten Arbeitslosenquoten verzeichneten die Ämter in Duisburg, Gelsenkirchen und Essen. UDE trauert um Urgestein. Er gehörte noch zur ersten Gründergeneration der Universität. Professor Dr. Fritz Rudolf ist nun im Alter von 91 Jahren verstorben. Er kam bereits 1963 als Professor für Soziologie und Sozialpädagogik an die Pädagogische Hochschule Ruhr, Abteilung Duisburg, die 1972 in die neu gegründete Gesamthochschule Duisburg aufging. Geburtenstarkes Jahr für Sana-Kliniken Duisburg. Die Sana-Kliniken Duisburg freuen sich über ein besonderes Geburtsjahr. Zum ersten Mal wurde hier die magische Grenze von 100 Zwillingsgeburten überschritten. In 2017 begleiteten die Hebammen und Ärzte 101 Mal Eltern bei der Geburt ihrer Zwillinge. Somit erblickten 202 Zwillingsbabys im letzten Jahr das Licht der Welt. Insgesamt ist 2017 mit 1.803 Babys in den Sana-Kliniken Duisburg ein leichter Anstieg zum Vorjahr zu verzeichnen. MSV startet mit Neuzugang in die Vorbereitung. Nach einem erfolgreichen Jahr 2017 ist der MSV Duisburg nun in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. Mit dabei Duisburgs erster und bislang einziger Neuzugang Christian Gartner. Gartner ist ein Spieler, der auch Zweitliga-Erfahrung hat, kennt er gut die Liga aus seiner Zeit bei Fortuna Düsseldorf und ich denke, mit ihm können wir auch im Mittelfeld noch variabel, flexibel und kreativ sein. Dementsprechend denke ich, dass auch der auch uns helfen kann. Sturmtief Burglind erschwerte den Trainingsauftakt der Zebras. Doch schon kommenden Montag geht es für den MSV ins Trainingslager nach Portugal. Am 23. Januar nehmen die Meidericher dann wieder den Spielbetrieb auf. Kursangebote im Rhein-Ruhr-Bad. Duisburg Sport bietet ab kommenden Montag im Rhein-Ruhr-Bad wieder unterschiedliche Kurse an, in denen es noch freie Plätze gibt.
Aqua Fitness Aktiv hilft gegen überflüssige Feiertagsfunde. Da sie als Präventionskurse anerkannt werden, übernehmen die Krankenkassen bis zu 80% der Kosten. Rückenbeschwerden und Haltungsproblemen wird mit Aqua Rückenfit mit neuartigen Geräten zur gezielten Kräftigung der Rumpfmuskulatur der Kampf angesagt. Aqua Power findet ausschließlich im Tiefwasser statt. Die jeweiligen Teilnahmegebühren liegen zwischen 80 und 110 Euro. Beim Anfängerschwimmen und in den Aufbauschwimmkursen Bronze stehen ebenfalls noch einige freie Plätze zum Preis von 70 oder 77 Euro zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.duisburgsport.de oder telefonisch unter der Bäder-Hotline. Anmeldungen sind nur im Rhein-Ruhr-Bad möglich. Ähnlich wie in den letzten Tagen zeigte sich das Wetter in Duisburg heute sehr stürmisch. Für morgen gilt weiterhin Sturmgefahr. Bei kühlen Temperaturen von 6 bis 9 Grad ist Regenschirm mitnehmen angesagt. Das Wochenende beginnt eher trocken und weniger windig. Regenfälle begleiten den Nachmittag mit Temperaturen von 6 bis 9 Grad. Am Sonntag versucht die Sonne, die Wolken aufzubrechen, jedoch ohne Erfolg. Wolken, vereinzelte Schauer und stärkere Sturmböen bestimmen den Tag. Niedrige Temperaturen von 3 bis 5 Grad laden dazu ein, im Warmen zu bleiben. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenta in Neumühl. An alle Autofahrer, nehmen Sie den Fuß vom Gas. In vielen Teilen Duisburg wird auch morgen wieder geblitzt. Radarkontrollen stehen unter anderem auf der Dahlstraße in Marxloh und auf dem Ruhrdeich in Kasslerfeld. Außerdem sorgen Bauarbeiten weiterhin für Probleme im Straßenverkehr. Die Straße zum Alten Mann in Walsum ist wegen einer Straßenbaumaßnahme noch voraussichtlich bis Ende Februar gesperrt. Die Hauer- und Förderstraße sind von den Einmündungen in die Heinrich-Gutermuth-Straße als Sackgasse ausgeschildert. Eine weitere Baustelle befindet sich auf der Straße am Dück in Wehofen. In Fahrtrichtung Dienstlagen wird die Straße zur Einbahnstraße. Für Fußgänger ist der Abschnitt begehbar. Bis ca. Ende Februar sollen die Bauarbeiten fertiggestellt sein. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt.